Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Markus Canaria. Wie geht's euch? Wir haben Nachwuchs bekommen, wir, das heißt Janina und ich. Und unser Nachwuchs, sie ist hier auf meiner Schulter, die kleine Alisa. Wir sind normalerweise hier die meiste Zeit vom Jahr auf Gran Canaria, aber für die Geburt wollten wir doch bei ihrer Familie sein und sowieso mit solchen Sachen wie Krankenversicherung und Pass für die Kleine hat sie es angeboten, in die Schweiz zu reisen und da waren wir dann Ende letzten Jahres und ist die Kleine dann schließlich auf der Welt gekommen. Und von da an hatten wir dann natürlich noch jede Menge Sachen gesammelt für sie, die erste Ausrüstung so für Kinder und dann stand unser Gran Canaria Flug an. Und wie wir so am Sachenpacken waren, das Auto immer voller und voller worden, haben wir uns dann irgendwann gedacht, kommen wir damit überhaupt aufs Flugzeug? Weil von der Schweiz sind wir erst nach Deutschland gefahren, natürlich zu meiner Familie und haben wir gesehen, wie eng es überhaupt im Auto geworden ist. Und da war die große Frage, was machen wir denn überhaupt am Flugzeug? Ich zeige euch das mal, was wir eigentlich dabei hatten. Also was wir dabei hatten, war ein großer Koffer für mich, ein großer Koffer für Nina und ein großer Koffer für Alisa. Außerdem Handgepäckkoffer für mich, für Alisa und für Janina. Außerdem hatten wir dabei einen Kindersitzadapter und diesen Kinderwagen. Der besteht aus zwei Teilen, aus dieser Kinderwagenwanne und natürlich aus dem Kinderwagengestell. Und das ist eine ganze Menge mehr, als man normalerweise so aufs Flugzeug mitnimmt. Ach ja. Und Nina steckt mir gerade, wir hätten noch sogar ein paar Sachen, die sind nicht drauf. Wir hätten noch eine Wickeltasche für die Kleine, so einen Rucksack mit Windeln und noch eine Provianttasche. Ne? Und natürlich noch unsere Winterjacken und so weiter. Also eine ganze, ganze Menge. Nimm noch mal diese Schale unter dem Kindersitz in die Hand und schau mal, was die wiegt. Was würdest du schätzen? Schon ganz schön schwer, oder? Keine Ahnung, 3 Kilo. Ja. 4-5 Kilo, das wäre auf jeden Fall auch mein Tipp gewesen. Also wird eine ganze Menge Gepäck, was sperrig ist, was groß ist. Und da wussten wir, das muss auf jeden Fall mit. Und da war unsere große Frage, kriegen wir das alles hier rein? An dem Punkt, als wir merken, der Flug rückt langsam näher, haben wir noch gemerkt, dass sich große Fragezeichen bei uns auftun. Also konnten wir alles mitnehmen oder musste es irgendwie hinterhergeschickt worden? Darum geht das Video. Vielleicht auch interessant für junge Eltern oder Leute, die wissen, dass es demnächst für die ein Thema wird, mit Kind zu reisen. Oder Leute, wie ich vorher war, dass ich einfach junge Eltern wahrgenommen habe durch ein schreiendes Kind, was hoffentlich nicht direkt hinter mir sitzt im Flugzeug, wie man das so typischerweise kennt, aber gar nicht weiß, was da für ein großer Aufwand hintersteckt, mit dem Kind das erste Mal zu fliegen. Wir haben noch mal spontan die Location hier gewechselt, weil heute ist ein wunderbarer, sonniger Februar, Sonntagabend, so langer Ersatz geworden. Und da mussten wir einfach raus. Ich habe heute Morgen noch mit meiner Mutter telefoniert, da windet es gerade richtig kräftig. Da schätze ich es doch, viel lieber hier zu sein. Aber kommen wir ruhig zurück, wie es mit unserem Flug war. Als erstes dachte ich mir, ich überlasse nichts den Zufall. Wir fliegen zum ersten Mal mit Baby und da wollen wir alles von vorne raus planen. Deswegen bin ich auf die Webseite gegangen von der nächsten Fluggesellschaft, von unserem Regionalflughafen. Und das ist das TUI Fly und habe geguckt, was kann man überhaupt buchen und habe gesehen, du kannst Kleinkinder bis 2 Jahre angeben, dann kannst du, glaube ich, Kinder angeben und dann ganz normale Erwachsene buchen. Und da war mir natürlich nicht klar, ob wir jetzt auch unseren dritten Sitz dafür kriegen. Deswegen habe ich den TUI Fly Support angeschrieben und gefragt, hey, wir brauchen eine dritte Sitzbank, wir nehmen Gepäck mit, kann ich dieses Kleinkind-Ticket so buchen? Und da haben sie mir geschrieben, ja, dann war das für uns schon mal in Ordnung. Bis dann soweit war, hatte ich auch noch mal angerufen wegen einer anderen Frage beim TUI Support. Am Telefon haben sie mir dann plötzlich das Gegenteil gesagt. Wir haben tatsächlich nur 2 Sitzplätze und nicht 3, wie vorher schriftlich bestätigt. Da habe ich dann auch gesagt, hey, dann buchen wir jetzt halt ein drittes Ticket. War aber zu spät, da war jeder Platz im Flieger ausgebucht. Also was konnte ich da nur machen? Ich musste für Alisas Koffer extra noch mal einen Koffer dazu buchen für 85 Euro, weil wir dann doch nicht wie vorher erwartet einen dritten Koffer dabei hatten. Die nächste Sache war, wir hatten eben nur den Golf von meiner Mutter für die Flughafenfahrt zur Verfügung und dann haben wir schnell gesehen, dass es gar nicht passt.
Da als Tipp, bei manchen Fluggesellschaften kann man Vorabend-Check-in machen, dann fährt man einfach am Abend vorher zum Flughafen mit dem ganzen Gepäck, gibt alles auf und wenn du fliegst, musst du nur noch mit dem Handgepäck hin. Das wird natürlich vieles ersparen, hat TUI Fly aber nicht angeboten. Das heißt, wir mussten direkt, wenn der Flug losgeht, auch alles einchecken. Deswegen haben wir zwei Fahrten gemacht. Ich bin dann alleine mit meiner Mutter hingefahren, habe das ganze Gepäck abgegeben, Mutter dagelassen, die aufs Gepäck aufpasst. Und dann habe ich Janina und Alisa mit der zweiten Tour und dem restlichen Gepäck geholt, um dann zum Check-in-Schalter zu gehen. Dann kam auch schon der Punkt, wo wir dann wirklich eingecheckt haben und die Stunde der Wahrheit, wo wir dann erfahren konnten, ob wir alles mitnehmen konnten. Und überraschenderweise war das so. Also die Koffer wurden aufs Band getan, die gingen dann durch. Da hat uns die Mitarbeiterin ein extra Band nach dem anderen gegeben und es waren insgesamt ja vier Teile für die Kinderwagenausrüstung. Die haben sie tatsächlich alles angenommen. Da waren wir dann überrascht und natürlich erleichtert. Dort haben wir dann erklärt bekommen, dass wir jetzt nicht zum normalen Check-in müssen, sondern noch ein extra Schritt jetzt kommt. Es gibt ein Sperrgut-Check-in für diese ganzen Kinderwagensachen. Das war uns auch neu. Das heißt, bevor wir überhaupt durch diese Sicherheitsschleuse zu den Gates konnten, mussten wir dann zu diesem Sperrgut-Check-in diese Kinderwagenteile abgeben. Unsere Empfehlung wäre schlussendlich, zahlt man dann lieber ein drittes Ticket, anstatt den Preis von 85 Euro für einen dritten Koffer zu zahlen. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass man den dritten Platz hat. Und je nach Flug kommt es preislich sowieso nicht viel teurer. Bei diesem Sperrgut-Check-In haben wir dann auch so einen provisorischen Kinderwagen bekommen, dass wir Alisa weiterschieben können. Manche Fluggesellschaften, die lassen dich mit deinem Kinderwagen bis vor die Flugzeugtür gehen. TUI Fly nicht, also bekommst du nur so einen kleinen Kinderwagen. Das war ja auch in Ordnung. Dann mussten wir ganz normal dann durch den Sicherheitscheck gehen. Durch diese ganzen Extraschritte mit dem Abgeben von unserem Kinderwagenzeug waren wir dann auch beim Gate. Erst als sie dann schon aufgerufen haben zum Einchecken, dann flitzt die Schlange natürlich hin. Dadurch waren wir dann wirklich auch hinten an der Schlange und waren wirklich die allerletzten im Flugzeug. Normalerweise kennt man das ja, dass Familien mit kleinen Kindern aufgerufen wurden, als Erste reinzugehen. TUI macht es offenbar nicht. Da ist nur mein Tipp, wenn du mit einem Kind reist, sprech am Gate jemanden an, der für die Airline arbeitet und frag, ob du gleich als Erster mit reinkommst, weil du es natürlich ein bisschen mehr zu verstauen und willst nicht hinten in die Schlange kommen vor dem Flugzeug und Baby halten und das ganze Zeug, was du sonst noch so auf dem Arm hast. Es ist auch durchaus üblich bei Fluggesellschaften, dass Familien mit Kleinkind sowieso einen extra Sitzplatz bekommen, der zum Beispiel besonders weit vorne an den Türen ist. Den bekommt man dann automatisch zugeteilt. Ist bei TUI Fly aber auch nicht so. Später, als wir dann endlich im Flugzeug waren, hat man uns gesagt, wir hätten einfach nachfragen können. Wäre natürlich hilfreich beim Check-in gewesen, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Aber da sind wir jetzt fürs nächste Mal schlauer und das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach vorne am Check-in sagen, hey, bekommen wir einen Sitzplatz, den wir besonders einfach erreichen können. Dann ging es im Flugzeug sogar noch so weiter, dass die Stewardess ein bisschen im Stress waren, dass sie alle Leute setzen und der Flug losgehen kann. Da hat uns dann von hinten tatsächlich noch eine Stewardess angefahren, ob wir auch tatsächlich drei Sitzplätze gebucht haben, weil wir so viel Handgepäck mit haben. Das war für uns natürlich ein bisschen Ironie, da wir es eigentlich von Anfang an geglaubt haben, dass wir es haben, dann doch nicht hatten. Und jetzt werden wir noch da angefahren und am Check-in war es noch okay, diese drei Handgepäckstücke zu haben. Da habe ich so ein bisschen Eindruck, dass sie bei TUI untereinander alle nicht so ein bisschen abgesprochen sind, was man denn nun machen kann und wie es genau läuft. Das fand ich ein bisschen schade. Irgendwie klingt es auch so gerade so ein bisschen negativ zu TUI Fly. Soll es aber gar nicht sein. Also die Mitarbeiter sind generell sehr, sehr freundlich und ich fliege auch gerne damit. Ich bin schon sehr häufig diesen Flug gegangen. Aber in dem Fall mit einem Kleinkind zu fliegen, war es bei TUI Fly eben leider ein bisschen anstrengend.
Zu unserem großen Glück haben wir ein Baby, was mit dem Fliegen sehr gut klarkommt, weil sie war beim ganzen Flug echt sehr, sehr ruhig, nicht wahr? Ja, da habe ich mir natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, wie sie das erträgt. Aber es ging echt gut. Nur meine Arme taten nach 4,5 Stunden echt weh. Also ja, zum Flugzeitpunkt war sie einfach über 6,5 Kilo schon und über 60 Zentimeter groß. Hab das mal 4,5 Stunden lang im Arm. Das merkst du dann, glaube ich, schon hinterher. Deshalb waren wir auch wirklich froh, als wir endlich gelandet sind am Flughafen Las Palmas. Und als wir dann an den Gepäckbändern standen, kam die nächste große Frage auf. Denn am Check-in in Deutschland hat uns die Mitarbeiterin gesagt, dass unser Kinderwagen höchstwahrscheinlich per Hand rausgebracht wird und zum Band gestellt wurde. Und das ist nicht passiert. Wir haben gewartet und irgendwann wurde das Band immer leerer. Irgendwann wurde es leer und waren die Einzigen, die vor dem leeren Band noch gewartet haben. Es kam aber kein Kinderwagen. Und dann ist zum Glück eine Mitarbeiterin vom Flughafen zufällig vorbeigekommen und hat uns angesprochen. Und hat uns gefragt, ob wir einen Kinderwagen vermissen und uns darauf gewiesen, dass ganz zu hinterst ein Sperrgutband gibt. Und da waren wir natürlich erleichtert, endlich das Gepäck zusammen zu haben und nach Hause gehen zu können. Weil das war wirklich am allerletzten Punkt in der Halle und das hast du überhaupt nicht gesehen. Auch da wäre es natürlich wieder schön gewesen, beim Verlassen des Flugzeugs von TuiFly einen kleinen Tipp zu bekommen, wie es abläuft. Also falls TuiFly den Kanal sieht, seid nicht böse, aber vielleicht lernt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp hier. Von da aus lief dann zum Glück alles reibungslos. Ich hatte vorher dann noch für die Fahrt vom Flughafen nach Hause ein großes Taxi gebucht, einen kleinen Minibus und der hatte dann mehr als genug Platz. Übrigens, falls du sowas im Voraus buchen willst, die Seite heißt hopper.com. Ich tue es mal unter das Video. Da kannst du Taxis und eben auch größere Fahrzeuge buchen. Und da haben wir es dann auch alles mit einer Tour diesmal nach Hause geschafft. Nur mal so zur Orientierung, das Fahrzeug war ein Mercedes für 7 Leute Platz und preislich hat es sogar noch 10 Euro weniger gekostet, als ein normales Taxi genommen hätte für die Strecke. Also das war unsere Flugerfahrung für unseren ersten Flug mit einem Baby. Wenn wir es nochmal machen, haben wir auf jeden Fall sehr viel gelernt, wie wir das Ganze anders anstellen und ein bisschen stressfreier fliegen. Was übrigens auch immer viel Stress abnimmt, ist, wenn du den Like-Button drückst, wenn ich darum bitten kann. Drück mal auf den Daumen nach oben, hilft uns ungemein hier für die Videos. Und falls du nur zugeschaut hast, weil du Gran Canaria-Bilder magst, das nächste Video ist auf jeden Fall schon in der Mache mit Aktivitäten hier auf der Insel. Vielen Dank wieder fürs Ansehen. Geh auf jeden Fall auch darüber sicher, dass du auf den Abo-Button gedrückt hast und auf das Glockensymbol daneben, weil dann benachrichtigt dich YouTube immer, wenn wir ein neues Video raufladen. Also vielen Dank fürs Ansehen. Hab eine großartige Woche. Ciao, ciao. Ciao.